Sie sind jetzt auch gerade mit dem Lieferwagen angefahren. Was müssen Sie machen? Wir müssen Ware bringen auf die Apotheke abladen heute. Wie viele Mal haben Sie da eine Lieferung für die Apotheke? Das kommt 2 bis 3 Mal. Im Tag? Nein, im Tag einmal. Nachts bringen wir auch noch. Und Vormittag, Nachmittag haben wir. Und meistens, ich komme nur einmal am Samstag, so Nachmittag. Aber der Rest kommen dann noch nachts oder abladen. Und was würde das für Sie bedeuten, wenn Sie jetzt nicht mehr in die Altstadt fahren mit dem Lieferwagen? Ist schwer. Ist schwer. Du musst von vorne mit dem Karren da bis da lupfen und ist dann so toll. So. Wie viele Päckchen haben Sie denn pro Lieferung jeweils? Kommt manchmal bis 20, 30 Päckchen. So. Bis 20, bis 30, gell? Sind. Also, ist schwer. Manchmal sind bis 5 bis 20 Kilo. Gibt es oft so Behälter. Sagen wir mal, wenn 20 oder 10 hast, solltige dann. Relativ schwer sind. Und darfst nicht mehr reingehen, dann ist es noch schlimm. Oder? Also stellen Sie sich mal vor, Sie dürften nicht mehr in die Altstadt reinfahren mit dem Lastwagen. Wie viel mehr Aufwand hätten Sie in dem Fall? Ja, Minimum noch 5-6 Mal. Oder? Du musst hin und her gehen, von vorne her. Ja. Und weißt du, wie viel Zeit verloren man auf da? Und findest du nie einen Parkplatz sogar näher da, oder? Dann musst du nicht irgendwo, wo weiter bist, sondern dann verlierst du viel Zeit. Oder? Jeder Abladen ist mindestens so eine halbe Stunde oder mehr. Wir haben eine berechnete Zeit, wie bei jeder Apotheke. Pünktlich muss man dort sein. Oder? Und wenn so viel Zeit man verloren, dann ist es nicht so gut. Also für die Kunden und für euch auch. Gut, merci vielmals für Ihre Antwort. Bitte, danke, schon gut. Direkt.